Bundeskanzler Karl Nehammer wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Am Freitag unterzog sich Nehammer einem PCR-Test mit einem positiven Ergebnis. Dieses wurde durch einen zweiten PCR-Test auch bestätigt. Somit befindet sich der Kanzler im Homeoffice, erledigt seine Amtsgeschäfte von zu Hause aus bzw. per Video- und auch Telefonkonferenz. Auch seine Frau und auch seine Kinder unterzogen sich bereits einem PCR-Test mit einem negativen Ergebnis. Bundeskanzler Karl Nehammer ist erst am Dienstag aus seinem Urlaub zurückgekehrt, hat am Mittwoch routinemäßig noch einen PCR-Test gemacht mit einem negativen Ergebnis. Vermutet wird, dass er sich dann am Mittwochabend im Kontakt eines Mitglieds seines Sicherheitsteams angesteckt hat. Am Freitag, wie gesagt, dann die Meldung bzw. das positive Testergebnis. Karl Nehammer meldete sich bereits zu Wort, betonte, er habe keinerlei Symptome. Es würde ihm gut gehen und appellierte sogleich an die Bevölkerung, sich bitte impfen zu lassen, sprach in diesem Zusammenhang speziell die Boosterimpfung an, denn diese würde mit hoher Wahrscheinlichkeit vor einem schweren Verlauf helfen.